Das ist, erzähl schnell, das ist wie in einem Kino, in einem Theater, ja, wir sind in einer anderen Welt. Die Gaststätte hat gebaut ein Schweizer mit dem Namen Konrad Schick, ein Missionar. Und Schick hat man geschickt, um das Christen zu verbreiten. Von Wertwerte Leben hat sich keiner Gedanken gemacht. Und Schick hat ein Baumeister. Wir haben ihm Fotos gezeigt von den Häusern in Polen. Bauen wie in Polen und hat er Schick gebaut wie in Polen, ja. Wie die jüdischen Ghettos. Als die Arbeit zu Ende kam, Schick war fast am Hungern. Und hat sich Spittler in Basel erinnert, dass Schick ist auch ein Sägermacher, ein Uhrmacher. Man hat ihn gesammelt in den Schwarzwald 120 Kuckuckuhren. Und Schick hat sie repariert und hat sie verkauft, die Araben am Jaffa-Tor. Ein paar Stunden nach einem Tag waren die Kuckuckuhren alle kaputt, weil die Araben wollten die Kuckuckuhren. Und sie gezogen ihm alle. Jetzt sind wir in die Löwengrube von Meerschwerin. Jimmy ist ein Goldschatz. Einer von den wenigen Chauffeuren, die bereit sind, hier zu fahren. Weil normal, ein Auto steht hier, dann bist du katholischen, dann bist du verloren. Ja. Vor 5 Jahren haben wir Autos geschoben hier. Und so, da ist eine Dame in der Mitte von der Straße. Und die Kinder sehen genauso aus. Ihr seht die Gedenkstätte von Yad Vashem. Ja. Sieht man die alten Fotos, oder ihr kennt die Fotos von Yad. Guckt ihr die Mädchen, das ist eine Familie, ja? Die zweite Mutter passt auf die Kleine, wo ist die Mutter? Die Mutter hat noch andere Kinder zu sorgen, ja? Und hier sorgen sich die Kinder von Respekt, ja? Ihr, dein Vater und deine Mutter, das ist eine von den Gesetzen. Wie groß ist denn dieser Region? Hier sind ein paar Tausende, aber es sind noch viele. Und da haben wir auch Mutter, Schwester. Hier leben in dieser Umgebung zwischen 5000 und 6000, aber sie haben auch andere Gebiete, die viel größer sind. Der gesteuerte Kapitän ist eine sehr, sehr extreme Gruppe von Lotte Aron, nachher kommen die Bresser. Ich bin hier.